Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen bei Alles Gute. Und hier sind die beiden. Herzlich willkommen Barbara und Gerd Wendel. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Hallo Bärbelchen, grüß dich. Hallo mein lieber Gerd. Bärbel, du bekommst die Blumen. Ach, finde ich. Du hattest Geburtstag. Bärbel oder Barbara, wie sagen deine Freunde? Bärbel. Bärbel, dann ist das richtig. Auf der Bühne Barbara. Genau, ja. Stellst du die da wieder rein? Also wir dürfen natürlich jetzt nicht vergessen, die beiden Kollegen hier noch vorzustellen. Na, das ist ja einmalig, dass wir sowas im Studio haben. Wer ist er? Das ist Enrico Caruso. Oh. Und das ist Luzi. Luzi, toll. Also hat Enrico auch manchmal Auftritte so? Mühlenauftritte. Mal zu euren Vögeln hier, die ihr mitgebracht habt, zu euren Papageien. Ja, die haben wir ganz absichtlich mitgebracht, weil Enrico Caruso kann sprechen. Ach so. Ja. Wie heißt du? Stell dich mal jetzt vor und sag mal, wie du heißt. What is your name? What is your name? Wie heißt du? Mein Name. Sag mal, wie heißt du? Wie heißt denn du? Mein Name ist Enrico Caruso. Ich bin ein großer Künstler. Oh, mein Papa. Und jetzt begrüßt die Petra. Hallo. Guten Tag, wie geht es? Prima. Na also, das ist ja fabelhaft. Das war fabelhaft. Das ist ja toll. Sag mal, wie habt ihr das hingekriegt? Wie lange brauchst du, um ihm das so beizubringen? Also viele Sätze spricht er ganz schnell nach. Manches von heute auf morgen, manches dauert eine Woche. Und, aber auf Bestellung zu reden, das ist eben ganz, ganz schwer. Und aber es hat er doch perfekt gemacht. Ja. Und der Becher, das ist jetzt nicht, Belohnung? Oder? Ja, den will er bloß haben. Er will damit spielen. Und das war der Anreiz, dass er eben auf Bestellung gesprochen hat. Er hat es heute schon für ein Eis vorhin gemacht in der Garderobe. Und ist ja süß. Aber wir stören ihn jetzt nicht, wenn wir die nächsten Grüße machen. Nee. Nein. Nein, nein. Hat Enrico vielleicht noch was zu sagen? Na, hoffentlich. Was meint ihr? Das ist ja nicht so einfach. Ja? Wir könnten mal versuchen, ob er sich wenigstens verabschieden kann. So, mein Liebling. Hallo. Wie heißt denn du? Wie heißt denn du? What is your name? What is your name? Mein Name ist Enrico Caruso. Ich bin ein großer Künstler. Oh mein Papa. Und jetzt begrüß noch mal die Gäste. Guten Tag. Wie geht es? Prima. Na also, das ist ja fabelhaft. Das war fabelhaft. Das war wirklich fabelhaft. Auf Bestellung kann er nicht. Also dann kommt ihr vier wirklich gut nach Hause. Ja? Dankeschön. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen mit euch. Ja, wir uns auch. Tschüss. Wir uns auch.